Nein, wieso habe ich nichts gemacht? Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu wieder mal einem Tekken-Part. Ja, ich glaube, es war noch ziemlich, ich würde mal sagen, erfolgreich. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, was ich da, was da denn los war. Habe ich mich dann irgendwann abgewendet. Ich spiele heute mehrheitlich mit Kazuya. So zweimal mit Kazuya und vielleicht einmal noch mit Jin. Oder mit Lars, weil wobei eher mit Jin, weil dort weiß ich noch ein bisschen mehr. Und ich muss sagen, als ich vorher ein bisschen trainiert habe, habe ich schon gewisses Zeug, habe ich, es ist so automatisch irgendwie gekommen, keine Ahnung. Als ich so irgendwie so mit Lars den Gegner in die Luft befördert habe, kam direkt irgendwie so Pfeil rechts, links. Und dann einfach ohne irgendwie so, ich dachte noch vorher, wie geht das denn, die Kombo irgendwie schon wieder, die ich da mal geübt habe und so, und dann ist das irgendwie automatisch gekommen. Wir nehmen jetzt mal kein Zweier für den Anfang. Das wäre ein bisschen krass. Aber zum Glück spielen immer noch Leute das Spiel. Wenigstens das. Es wird wahrscheinlich wieder der Zweier kommen. Oh, hey, nein, ein Vierer, ey. Wow. Scheiße. Aber ja, Leute. Das Ding mit dem Rechts- und Links-Spielen. Daran muss ich mich echt wieder gewöhnen, ey. Weil das sind schon die Sachen, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, das bin ich da schon aus der Übung, ehrlich gesagt. Weil es ist halt schon immer was ganz anderes. Nein, ich habe den falschen Kazuya genommen. Verdammt. Vielleicht bin ich jetzt nicht so gut. Ja, ja. Nein. Oha. Ja, ja. Ziemlich guter Spieler, wenn ihr mich fragt. Aber ich bin auch nicht schlecht. Okay, gut, jetzt habe ich immer ein bisschen das Gleiche gemacht. Ich wollte eigentlich den Wave Dash machen mit... ach, egal. Ups. Na! Ah! Genau dort, wo man denkt. Mann, der Move von Kazuya ist irgendwie so OP. Ich keine Ahnung, der funktioniert einfach immer. Das ist unglaublich. Mann! Verdammt, jetzt habe ich aufgehört zu blocken. Ah! Oha. Nein, lass mich doch meine Combo machen. Nein. Nein, fuck. Verdammt, das gibt's nicht. Oh Mann. Mann, wieso Wave Dashen kann ich nicht? So rechts ist es doch übelst schwierig. Verdammt. Schon wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Oh oh. Nein, das war scheiße. Ja. Verdammt! Charakter Swell. So, jetzt nehmen wir den richtigen. Kazuya. Wenigstens Viererverbindung. War schön. Ich hätte eigentlich noch ein paar andere Sachen mal ausprobieren wollen, aber irgendwie ist es mir nicht so gelungen. Ich drücke immer wie verrückt auf Dreieck. Hm? Und beim Aufstehen passiert halt immer dieser Move. Das ist halt schon so. Und außerdem kommt es meistens aus dem Blocken raus. So aus der Hockend blockt und dann angreifen will und dann, ja,
lässt man halt das Steuerkreuz los und dann steht man eigentlich gerade auf und drückt H3. Ist eigentlich mehr oder weniger eine der besseren Konter möglicherweise, sage ich jetzt mal. Aber naja. Vielleicht gibt es ja auch so Tekken-Kenner, also Voll-Tekken-Kenner unter euch. Ja, dann nehmen wir halt einen Zweier. Tekken-Kenner unter euch, die mir vielleicht noch irgendwas sagen können, wo sie, ja, wo ich dann vielleicht irgendwie sagen muss. Oder wo ihr mir sagen könnt, ja, das ist mit der Kombo ist noch gut kombinierbar oder das ist halt scheiße. Oh nein, Bob, Mann. Für die, die es immer noch nicht wissen, Bob ist einfach viel zu schnell für seine Fettigkeit, ey. Außerdem gibt es so beschissene Moves mit dem. Und ich mag keine beschissenen Moves. Ups. Na, was? Ich will doch seitlich aufstehen. Ah, scheiße. Das ist definitiv schwieriger. Nein, wieso habe ich nichts gemacht? Leute, wenn ihr es vielleicht merkt, ich bin voll aus der Übung, ohne Scheiß. Was ist das? Ist das eine Zenit-Kombo oder was? Willst du mich eigentlich verarschen, Junge? Ist das dein Ernst? Musst du so bitte hindert spielen? Ja. Hauptsache Konter. Kasia. Wobei, es ist nicht nur wegen dem Laggen. Mann, ich will das nicht mal. Nein! Was war das denn? Okay, gut, ich habe sowieso nur mit einer Hand gespielt und es hat geleckt. Nein, nein, geleckt hat es irgendwie schon. Ist ja echt logisch. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen behindert irgendwie. Ist ja jetzt irgendwie voll verloren. So, pff, okay. Einfach so dreimal gefistet. Aber das ist halt Bob. Und richtig zeigen konnte ich mich mit Kasu ja ehrlich gesagt auch noch nicht. Es ist halt einfach Übung. Am Training funktioniert es halt, weil man nicht so gestresst ist. Oh, drei. Ja, das geht noch. Weil man nicht so gestresst ist. Oh, der Gegner kann halt auch blocken und so und agieren. Und vor allem, wenn man dann auch auf der falschen Seite ist. Ich meine, ich weiß, war sogar links. Aber irgendwie hat er immer den schnelleren. Nein, Lore, Mann. Was läuft mit euch, ey? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mann. Aber ich würde es jetzt noch cool finden, wenn ich den hier schön penetrieren könnte. Ja, war logisch, dass mein Kick natürlich nicht funktioniert. Oh, und du hast schon mal was vom Wave Dash gehört? Nein! Oh, was ist das? Wenn du einfach los ist, so wenig leben, dass ich so. Oh, was macht das nächstes? Unten. Hoffentlich unten. Weil du blockst unten. Oh. Oh. Und immer schön das gleiche machen, gell? Mhm. Was ist das? Mann! Wartet kurz, ich muss kurz was. Oh. Oh. Oh, jetzt spielt er wieder richtig. Oh. Oha. Jetzt wusste ich irgendwie gar nicht, dass man aus der Combo irgendwie raus kann. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich werde das gar nicht machen. Geht doch.
Nein, ich wollte eigentlich so rauflaufen, aber egal. Ja, Leute, wenigstens einmal habe ich gewonnen, hä? Ihr seht schon, ich habe mich schon ein bisschen verschlechtert. Ein bisschen. Nein, ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Das war ja mal wieder gar nichts, aber man muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Man muss in Zukunft wieder ein bisschen mehr Tacken bringen. Bin ich auch wieder ein bisschen in der Übung und dann seht ihr wenigstens auch ein bisschen was. Weil ich meine, die vorigen Parts waren schon ein bisschen interessanter. Aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich wieder mal Tacken gebogen habe. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Epic Rider. Tschüss zusammen.